De Bretagne, 1499. Ich bin ja nur eine gewöhnliche Fischersfrau aus Quiberon, doch heute bete ich mit aller Inbrunst für unsere an. Vor dem Abendessen, das ich für mich und Keno zubereitet habe, bin ich in unser Kirchlein gegangen und habe mich vor den Altar der heiligen Jungfrau gekniet. Ich habe lange dort gesessen. Nach den üblichen Litaneien habe ich noch meine eigenen Worte hinzugefügt. Unsere gute Anne. Der Herr segne sie und halte die Hand über unsere Stolze. Mein Mann Keith und ich gehen gerne in Jazzkonzerte. Neulich, also genauer gesagt im Mai 1917, waren wir im Royal Gardens in der Beale Street in Chicago. Wir saßen da und nippten an unseren Getränken, als mir plötzlich auffiel, wer da am Klavier saß. Sieh mal, sagte ich und stieß Keith in die Seite. Da sitzt eine Frau am Klavier. Kann nicht sein, brummte er und nahm einen Schluck von seinem Cocktail. Es war aber eben doch eine Frau. Noch ziemlich jung, vielleicht 20 Jahre. Sie war klein und schmal, aber sie haute in die Tasten, als ging es um ihr Leben. Ihr Stil erinnerte ein bisschen an Jelly Roll Morton. Aber herrje, eine Frau in einem Jazzclub, am Klavier, ich konnte es kaum glauben. Thank you.
is home alone.